Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Brandner Aktuell. 5 Fragen, 5 Antworten. Herzlich willkommen, Stefan. Herzlich willkommen, Alexandra. Ich freue mich auf die 5 Fragen. Ich auch. Unser heutiges Thema ist George Soros. George Soros. Ja. Im November 2018 traf sich die Bundesjustizministerin Barley nach eigener Aussage mit George Soros. Sie hat das auf ihrem Twitter und auf ihrem Facebook-Kanal veröffentlicht mit einem Foto, ganz stolz. Und sie schrieb dazu, sie habe mit ihm Gespräche über die Bedeutung einer lebendigen #Zivilgesellschaft für die Zukunft unserer Demokratie gesprochen. Da drängt sich natürlich als allererstes die Frage auf, was soll das? Warum trifft sich Justizministerin Barley mit George Soros? Ist das die Frage? Das ist die Frage. Ja, und dann stellt sich die Frage, wer ist überhaupt George Soros? So eine zwielichtige Milliardärsgestalt, der sich überall einmischt. Er nennt sich Philanthrop, was immer das sein soll. Also der hat überall seine Finger drin und offenbar auch sehr nah an unserer Bundesregierung dran. Warum sich Frau Barley mit ihm getroffen hat, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit Herrn Soros, der glaube ich in den USA wohnt, was Herr Soros mit unserer Zivilgesellschaft, was immer das sein mag, am Hut hat. Keine Ahnung, völlig intransparent, völlig im Dunkeln, sehr dubios. Ist auch nicht ganz klar, was er mit unserer Demokratie im Hut hat, oder? Nö, im Gegenteil. Das, wofür er steht, hat aus meiner Sicht weniger mit Demokratie als vielmehr mit Geld verdienen zu tun. Die zweite Frage, die sich dann natürlich gleich anschließt, ist, passiert das öfter? Trifft sich George Soros des Öfteren mit unseren Regierungsvertretern? Ja, das ist eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Wir haben das mal angefragt. Da muss ich mal auf meinen Zettel gucken. Wir haben gefragt, seit 2010, wie oft hat sich Herr Soros mit deutschen Regierungsmitgliedern getroffen? Die Antwort war beeindruckend. 2012 einmal mit einem Bundesminister Rösler, dann jahrelang gar nichts, 2017 einmal mit Staatsminister Roth, dann kommt 2018 4 Treffen, Soros mit Staatsminister Roth in Paris, mit Staatsminister Roth in New York, mit Staatssekretär Wolfgang Schmidt in Berlin und schließlich mit Bundesministerin Barley auch in Berlin. 4 Treffen allein 2018. 2019 ging es schon im Januar los, Soros und Altmaier. Also da scheinen sehr enge Kontakte zu bestehen und keiner erfährt hinterher, worum es überhaupt geht. Nun könnte man sich natürlich fragen, wieso ist das überhaupt ein Problem? Kann sich die Regierung nicht treffen, mit wem sie will? Das kann sie machen. Aber sie muss natürlich auch sich auf Fragen einlassen, dass man fragt, wieso habt ihr denn jetzt ausgerechnet mit dem gesprochen? Kann sich jeder bei euch anmelden und über unsere Demokratie sprechen? Oder gilt das nur für Milliardäre? Welche Gegenleistungen gibt es dafür? Also die Fragen muss man sich dann schon gefallen lassen. Dann sind wir schon bei der 4. Frage. Das geht flott immer. Es geht immer schnell. Wie beurteilst du denn die Möglichkeit der Beeinflussung von Politikern durch Lobbyisten? Denn ich denke, man kann Herrn Soros durchaus als Lobbyist bezeichnen. Ja. Und einer der Sorte, die ich persönlich eigentlich gar nicht kennenlernen möchte. Aber als Politiker hat man jeden Tag mit Lobbyisten zu tun. Jeder zerrt an einem rum, jeder möchte nicht direkt irgendwas, aber möchte schön Wetter machen. Das gehört zu Politikern dazu. Und je mehr Lobbyisten an einem Politiker rummachen, desto ungefährlicher ist das, desto mehr Einfluss haben ja alle möglichen und desto mehr findet man eine gesunde Mitte. Also ich habe kein Problem mit Lobbyismus. Man weiß auch genau, wer zu plump daherkommt, den beachtet man halt gar nicht. Ja? Wer subtil daherkommt, das mag unterhaltsam sein. Kein Problem, aber was sein muss, ist Transparenz, dass man klar sagt, mit wem redet man, wenn man gefragt wird zumindest, und dass man Auskunft geben kann. Also Kontakte mit Menschen, mit Bürgern, jeder Bürger ist ein Lobbyist in seiner Sache. Jeder, der eine Petition möchte, ist überhaupt gar kein Problem, dafür ist ein Politiker da. Du hast es schon angesprochen, es geht um Transparenz, Transparenz ist wichtig. Welche konkreten Vorschläge hat die AfD denn da? Ja, es gibt dieses Transparenzregister, was gefordert wird. Das ist jetzt nicht eine klassische AfD-Idee, aber ein ganz intelligenter Ansatz. Wobei man jetzt das nicht verwechseln darf mit einem minutiösen Tagebuch, was ein Politiker führt. Das bringt natürlich auch nichts. Man spricht mit Dutzenden, mit Hunderten, mit Tausenden von Leuten im Jahr, da kann ich nicht jeden aufschreiben. Manche möchten es auch gar nicht haben. Also wichtig ist, dass man natürlich Einflussmöglichkeiten begrenzt, die dadurch entstehen, dass Gegenleistungen fließen, Einladungen, parlamentarische Abende. Ist so ein zweischneidiges Schwert, aber davon gibt es inzwischen auch so viele, da geht kein Einfluss mehr von aus. Das Wichtigste ist halt Transparenz, Öffentlichkeit und zu sagen, mit wem habe ich geredet und dann auch zu begründen, warum habe ich eine Entscheidung so oder so getroffen. Denn das ist ja nicht immer nur auf Lobbyismus gewachsen, sondern auch manchmal oder meistens der Ausfluss eines intelligenten Gedankengangs. So ist das. Dann sind wir schon am Ende. Unsere 5 Fragen und 5 Antworten sind zusammen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schaffen wir diese 5 Fragen und 5 Antworten immer in 5 Minuten?
Ich glaube schon. Gut, oder? Dann ist es ja 3x5 sogar. Nächste Woche machen wir weiter dann mit Teil 3. Dann mit Teil 3. Ja, prima. Bis dann. Tschüss.